Hey, komm her, es geht los. Unser Auftrag lautet, die beiden umlegen. Okay. Sobald sie aussteigen, pusten wir sie um. Okay. Waffen klar? Okay. Bud and Terrence. Spencer und Hill. Das dynamische Duo. Ach, das war was anderes. Das unglaubliche Duo. Das unglaubliche Duo. So ein Duo gibt es nicht mehr. Nee. Und das wird es wahrscheinlich auch nie mehr geben. Du, naja gut, passieren kann viel, aber ne? Ja, wie will man eigentlich damit anfangen? Ne? Ja, es ist schwer. Also ich sag mal so, es ist ein Duo, ein Heldenduo unserer Kindheit. Mhm. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht so alt sind, dass wir die Filme alle original im Kino gesehen haben. Aber dank Wiederholungen im TV natürlich haben wir davon viel gesehen und ja. Und lieben gelernt. Und lieben gelernt, ja. Ja. Bud Spencer, ursprünglich bürgerlich Carlo Pedersoli. Mhm. Sollte eigentlich auch jeder wissen, oder? Mehr oder weniger? Ja, nicht alle. Also ich denke mal, dass Bud Spencer schon sehr viel gängiger ist. Das denke ich auch. Geboren 1929 in Neapel und gestorben 2016 in Rom. Mhm. Italienischer Film- und Fernsehschauspieler, Schwimmer, Wasserballspieler, Musiker, Komponist, Politiker, Erfinder. Er hat ja eine ganze Menge gemacht gehabt. Das glaubt man tatsächlich nicht, dass er ein Schwimmer war, wenn man seine Statur im Film sieht. Ne? Dick, unbeweglicher, aber er war mal richtig muskulös. Er war ja Wettschwimmer. Ne? Also der hat richtig Preise auch eingeheimst. Jurastudium hat er auch abgeschlossen, nach 6 Semestern. Also er hätte, glaube ich, auch die Laufbahn eines Rechtsanwalts einschlagen können. Mhm. Hat er aber Gott sei Dank nicht gemacht. Ja, was für ein langweiliges Leben hätte er gehabt. Ja, ja? Ja, das stimmt. Ja, sein Künstlername, witzigerweise, ist ja entstanden von seinem Lieblingsbier, dem Budweiser, mhm, und seinem Lieblingsschauspieler Spencer Tracy. Mhm. Gute Mischung. Ja. Schwenken wir doch einfach mal zu seinem Kompagnon Terence Hill. Mhm. Mario Girotti. Auch ein italienischer Schauspieler, Filmproduzent, Drehbuchautor, Regisseur. Er kann übrigens Deutsch, weil er in Deutschland aufgewachsen ist, bis er, glaube ich, 6 Jahre alt war. Mhm. Irgendwo in der Nähe von Berlin oder auf jeden Fall. In Dresden. In Dresden, ah, ja. Entschuldigung. Genau. Ja. Geboren 1939 in Venedig. Und seine Mutter Hildegard Thieme kommt aus Lommatzsch und das liegt bei Dresden. Mm, okay. Und er kann auch immer noch sehr gut, finde ich. Also man kann auch neuere Interviews mit ihm sehen, ein paar Jahre alt. Auf YouTube kann man die finden, da spricht er auch Deutsch. Mm. Ich glaube, bei Bud Spencer ist es so gewesen, dass ab einem gewissen Alter bei ihm er dann auch das Deutsche auch nicht mehr wirklich verstanden hatte. Mm. Weil er wahrscheinlich auch gar nicht mal so diese Praxis hatte. Ja, also er war... Früher war das die 70er oder schon die 80er bei Rudi Carrell in seiner Show. Da hat er auch Deutsch gesprochen. Er war auch mal bei Wetten, dass. Da hat er, glaube ich, dann aber Italienisch gesprochen. Aber er konnte halt natürlich viel verstehen. Ja, aber es ist doch toll, dass es internationale Schauspieler gibt, die Deutsch sprechen. Das ist ja immer wieder erstaunlich für mich. Ja, das stimmt. Naja, du, bei einer... Wirtschaftskraft von 80 Millionen Menschen relativ guten Einfluss hat, ne, auf die Filmindustrie. Ja, plus Schweiz und Österreich natürlich, nicht zu vergessen. Ja, genau. Ja, und was soll man sagen, irgendwann kreuzten sich ihre Wege, glücklicherweise, und es ist daraus ja etwas entstanden, die Geburtsstunde eines der lustigsten und beliebtesten Filmduos der Filmgeschichte. Ja, ja. Wollen wir dann so mit den jüngsten bzw. mit den ältesten Filmen anfangen? Wir können ja einfach mal so durchgehen kurz. Können wir auch. Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz vorgreifen, oder was heißt vorgreifen, den Grund nennen, weshalb es überhaupt im deutschsprachigen Raum so berühmt war. Ja, das ist ein ganz wichtiger Fakt. Ja, hat man nämlich heutzutage nicht mehr. Es gibt die, ja, ich sag mal, die Puristen heutzutage, die alles im Original gucken wollen, auf Koreanisch, auf Englisch, wie auch immer. Und dann am besten nur mit Untertiteln. Und wenn es denn eine Synchro gibt, soll die ja so nah am Original sein wie möglich. Und das war damals nicht der Fall, Gott sei Dank. Denn es gab das sogenannte Schnodderdeutsch. Wurde erfunden, in Anführungszeichen. Es wurde erfunden von Rainer Brandt. Der hat die meisten Filme übersetzt und die Dialogregie geführt.
Und der hat den Schauspielern, den Charakteren, Wörtern in den Mund gelegt, ganz besonders dann, wenn die Kamera nicht zu sehen war, die es im Original gar nicht gab. Trink ein Schlückchen. Will kein Schlückchen. Na, einen richtigen Schluck. Also heutzutage durch Blu-rays kann man sich die Filme alle noch mal kaufen und angucken, auch im Originalton. Und dann merkt man, dass die Filme im Original gar nicht so witzig sind. Das kannst du heute ja keinem Studio mehr zumuten, dass du da deinen eigenen Duktus damit halt reinhaust. Das ist heute einfach nicht mehr umsetzbar. Da waren die 70er Jahre schon einfach noch ein anderer Schlag. Ja, zumal man ja auch damals gar keine Möglichkeit hatte. Also es gab noch keine DVDs, du hattest nicht die Möglichkeit, in zwei verschiedenen Sprachen dir irgendwas anzugucken. Ja, genau. Der Vergleich war einfach viel schwieriger. Ja, die VHS gab es ja auch noch gar nicht. Also man konnte noch nicht mal in die Videothek gehen in den Ja, 70ern. ja. Ja, dem blieb eigentlich nur die Möglichkeit, ins Kino zu gehen. Ins Kino oder nochmal 3, 4 Jahre warten und dann kam es irgendwann im Fernsehen. Ja. Ja, und durch dieses Schnodderdeutsch sind die beiden so berühmt geworden in Deutschland, dass sie ganz schön viele Preise abgeräumt haben und meines Wissens sogar vom damaligen Bundespräsidenten gelobt wurden persönlich, dass sie ja so viel für unsere Jugend tun. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, dann bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Obwohl es ja schon Hau-drauf-Filme sind, aber durch diese, ja, ich sag mal, Comedy-Fassung, ne, durch diese Sprüche waren die dann doch so harmlos, dass es auch 12-Jährige oder teilweise sogar 6-Jährige angucken konnten. Und ja, die wurden hier gehuldigt. Also muss man wirklich sagen. Ja, ich glaube auch, dass die größte Fangemeinde einfach aus Deutschland kommt. Ja. International gesehen. Sie waren natürlich weltweit ja, anerkannt. Die hatten halt Zuschriften bekommen aus allen Weltteilen, ob nun Nordamerika, Südamerika, wo sie auch zum größten Teil ne, ihre gemeinsamen Filme gedreht haben, ne, mehr oder weniger. Sie waren wirklich weltbekannt, aber der größte Abnehmer und die größte Fangemeinde, finde ich, kommt aus Deutschland. Ja. Und Österreich und Schweiz darf man nicht vergessen. Genau, weil Genau. die Synchronisation schon einen großen Teil ihres Erfolges auch ausgemacht hat. Ja. Ja, deswegen, die Filme wurden ja sogar größtenteils auf Englisch gedreht. Das hat man jetzt durch die Blu-rays natürlich die Möglichkeit, einmal umzuschalten. Lustigerweise ist dann die italienische Tonspur eine Synchro, wie wir sie ja auch im Deutschen kennen. Also es wurde nicht im Original Italienisch gesprochen, sondern Englisch. Und dann wurde nochmal drüber synchronisiert. Und wie ich gelesen habe, sehr oft ist es gar nicht Bud Spencer und Terence Hill, die sich selber synchronisieren, sondern es gibt auch dort Synchronsprecher, die für sie sprechen. Ich sage jetzt mal so, wie bei Arnold Schwarzenegger, da gibt es ja auch den Thomas Danneberg, der das macht, der ja auch lustigerweise den Terence Hill gemacht hat. Und da kommt wieder diese Connection. Weil Arnold Schwarzenegger hat ja sich selber auch nie synchronisiert. Ja. Wenn du mich nochmal duzt, hau ich dir eine Delle in die Gewürzgurke. Hübsche Augenklappe aus Israel. Insgesamt gibt es 18 Filme mit beiden zusammen. Das ist schon eine ordentliche Summe. Von Bud Spencer alleine. Es gibt eine ganz große Blu-ray-Box, die man hier in Deutschland kaufen kann. Da sind sehr viele Filme von ihm zusammengefasst und was auch ganz, ganz toll ist, zum allerersten Mal bei vielen, vielen Filmen davon in der Originalfassung. Das heißt, es gab einige Filme, die in Deutschland 4 bis 15 Minuten geschnitten wurden. Jetzt nicht unbedingt wegen Zensur. Wahrscheinlich haben sie dem deutschen Publikum die Länge nicht zugetraut, keine Ahnung. Aber es wurde halt geschnitten. So. Und auf der Blu-ray kannst du dann aussuchen, ob du das in der deutschen Original- oder Kinofassung gucken möchtest oder halt in der italienischen Originallangfassung mit deutschen Untertiteln. Nochmal ein ganz neues Erlebnis. Wollen wir die Karten entscheiden lassen? Nein. Ach, soll das heißen, dass ich ein Falschspieler bin? Genau das wollte ich sagen. Warum veranstalten wir nicht ein ehrliches Tauziehen? Nein. Weil ich zu stark für dich bin? Wir beschränken uns natürlich jetzt größtmöglichst auf die Filme, wo sie beide zusammengewirkt haben. Ja. Sonst wird das, glaube ich, zu viel, ne? Ja. Also runtergebrochen könnten wir ja über jeden einzelnen Film einen eigenen Podcast machen. Ja, das Wäre stimmt. eigentlich eine ganz geile Idee. Denn die Filme altern ja auch nicht wirklich. Können wir uns ja im
im Hinterkopf uns bewahren. Vielleicht ergibt sich ja nochmal die Möglichkeit dafür. Ja, das ist eine gute Idee. So irgendwann mal ab und zu mal so ein kleines Bud Spencer Special reinhauen. Warum nicht? Ja, warum nicht? Der erste Film ist aus 1959, Hannibal. Ja. Da spielen sie, sind sie auch halt kein Duo, so wie wir sie jetzt heutzutage kennen. Und sie haben auch noch unter ihrem bürgerlichen Namen dann gespielt, beziehungsweise wurde dann im Abspann erwähnt. Aber der erste richtige Film von 1967. Gott vergibt Django nie. Da haben sie zum ersten Mal als Duo mitgespielt. Oder auch um Gott vergibt, wir beide nie. Genau, es gab einige Filme, die dann gerne mal zwei, drei verschiedene Titel hatten und immer wieder auf den Markt kamen. Und wenn man sich da nicht richtig informiert hat, hat man die DVD dann doppelt gekauft. Oder die VHS-Kassette damals vielleicht noch. Aber man hat sie dann auch nicht weggeschmissen. Nee, das nicht. Gott vergibt Django nie, gibt es übrigens auch als zwei vom Affen gebissen. So, nur so mal als Info. Ja, das ist tatsächlich ein. Ja, sie haben angefangen mit Mit Westernfilmen. Western, genau. Ja. Mit Spaghetti-Western. Was brauchtest du halt auch viel dafür? Du hattest Pferde, Kutschen, du hattest Menschen, Requisiten, ne? Und schon konntest du anfangen, einen Film zu drehen. Ja. Es ist auch ein Glück gewesen, denn ein Glück für Terence Hill. Der ursprünglich geplante Hauptdarsteller, der hat sich nämlich vor dem Drehbeginn einen Fuß gebrochen und dadurch wurde dann Terence Hill verpflichtet. So, das heißt also, wäre das nicht passiert, hätten wir jetzt nicht Bud Spencer und Terence Hill gehabt, sondern Bud Spencer und wen auch immer. Ne? Oder gar keinen. Ja, oder gar keinen. Ja. Weil Bud Spencer ja immer diese Kutte aus Schafsfell oder was das ist, trägt. Und die ist ja auch schon sehr markant. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch eine Merchandising-Figur. Sauf doch nicht so viel Mensch. Friss lieber was von dem großen Igel, der schmeckt. Hier für ein Ave Maria. Und da gab es zuerst, auch das als kleiner Fakt, eine deutsche ernste Synchronisation, die wurde dann auch als erst ab 18 freigegeben, wurde aber auch nie auf DVD oder VHS und auch noch nie im TV gezeigt. Und 1977 kam dann die bekannte Comedy-Version heraus. Also der Film ist von 1968, das muss man sich Ja. jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Fast 10 Jahre später erst kam die Comedy-Fassung raus. Und die ernste Fassung von 1968, die zwar im Kino lief, die hat man sonst nie mehr gesehen. Das ist schon richtig krass. Da wird, glaube ich, auch weniger gesprochen. Ja, es ist natürlich so, dass wir die beiden immer mit ein bisschen Comedy in Verbindung bringen. Und ja, das ist ja das Salz in der Suppe, wie man so schön sagt. Und wenn die jetzt so einen ernsten Western machen, das machen sie bestimmt auch sehr gut, aber für uns ist das nichts, Ja. für uns Deutsche. Dann ist es wahrscheinlich der dritte Teil der Trilogie Hügel der blutigen Stiefel ein Jahr später. Genau, so sieht das aus, ja. Und auch hier ein interessanter Fakt, der Film wurde mehrmals neu synchronisiert. Allein Bud Spencer hatte vier verschiedene Synchronsprecher. Wow. Und die Filmtitel wurden dann auch immer wieder angepasst. Die Comedy-Version aus dem Jahre 78 heißt Zwei hauen auf den Putz. Es entsteht die Illusion, es gäbe es unendlich viele Filme und dabei ist die Anzahl der Filme doch recht beschränkt. Ja, tatsächlich. Also, wir haben ja jetzt hier die Auflistung von 18 Filmen, die sie zusammen gemacht haben. Aber wenn du natürlich bei jedem zweiten Film schon wieder zwei verschiedene Fassungen hast und dann diese Fassung nochmal dreimal rauskommt mit verschiedenen Titeln, das ist ja Wahnsinn. Das ist die Antwort auf Kommerz. Ja? Ja, und das so früh schon in den 70ern, ne? 60ern, 70ern. Ja, und dann kam der Film eigentlich, der wirklich einschneidend für die beiden gewesen ist. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Ja, über 5 Millionen Menschen sahen den Film im Kino und allein in Italien spielte er über 1,2 Milliarden Lire ein. Das müssten auch ein paar hundert Euro gewesen Ja, sein. So. das ist schon eine ganze Menge. Man hat natürlich bemerkt, dass Terence Hill und Bud Spencer mit dem Film wirklich endgültig die Laurel und Hardy des Italo-Western wurden.
Ich glaube, das hat es auch vorher noch gar nicht gegeben, dass der Western lustige Hommagen mit reingenommen hatte. Ne? Das gab es vorher nicht. Und das war wirklich, wenn man sich dann auch so die Qualität von dem Film anschaut, war ja schon eine recht gute Produktion gewesen, dass man wirklich das Risiko eingegangen ist, mit dem Hintergrund, dass man halt auch komplett damit hätte scheitern können. Ja, Ne? Man ist ja. das Risiko eingegangen und man wurde belohnt. Ja, tatsächlich. Und danach ging es nur noch bergauf für die beiden. Ja. Hör mal, du Kalkleiste, sag deinem Boss, er soll sich beeilen, sonst fange ich an zu dampfen. Man muss auch sagen, langfristig gesehen, dass halt diese Qualität und diese Wirkung nie wieder erreicht wurde. Ja, das kann ich ganz sehr gut nachvollziehen. Wobei man natürlich jetzt, das ist jetzt schon wieder Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal, ne? Also selbst wenn der Erfolg der späteren Filme etwas drunter ist, ist er immer noch immens erfolgreich. Also, ja. Und vergessen wir nicht die gepfiffene Titelmelodie von Franco Michalizzi. Ja, das ist doch ein Ohrwurm, ne? Und für viele Fans eigentlich der Western-Soundtrack schlechthin. Ja, der meines Wissens auch in vielen Filmen immer wieder gerne zitiert wird. Der nächste Teil mit den beiden zusammen war 1970, auch im gleichen Jahr. Man muss natürlich auch sagen, dass der Aufwand der damaligen Filme jetzt auch nicht allzu groß war und die Darsteller schon ein, zwei, vielleicht auch drei Filme in einem Jahr abdrehen konnten, ne? Also das ging alles etwas rasanter zu als heute. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist dann vier Fäuste für ein Halleluja. Und das ist tatsächlich die Fortsetzung von Die rechte und die linke Hand des Teufels. Der zweite Teil, ja. Und er wurde ein noch größerer Erfolg als der Vorgänger, denn er lockte allein in den deutschen Kinos 12,27 Millionen Zuschauer Wahnsinn, rein Wahnsinn. in die Kinoseele. Stand März 2020 ist jetzt natürlich schon wieder 2 Jahre her, aber ich habe das jetzt hier so gefunden. Stand März 2020 stand er auf Platz 6 der erfolgreichsten Filme in Deutschland, noch vor Herr der Ringe, Jurassic Park und Star Wars. Kaum zu glauben, ne? Das ist echt krass. Also was anderes kann man dazu gar nicht mehr sagen, weil der Film ist von 70, 71 und wenn er im März 2020 immer noch auf Platz 6 stand, das ist doch heftig, oder? Die Leute müssen ja wirklich Schlange an den Kinos gestanden haben. Ja. Die sind rein, haben sich den Film angeguckt, sind raus und haben sich wahrscheinlich gleich wieder neu angestimmt. Ja, wahrscheinlich. Ähnliches Phänomen wie bei Star Wars, da war es ja ähnlich Ja, gewesen. ja, ja. Das hat ja dann quasi auch den Namen Blockbuster erzeugt. Also, Genau. dass man einmal um den Block die Schlange hatte. Also wirklich so. Die Menschen standen so lange Schlange, dass sie um den gesamten Block reichten und daher kommt dieser Name Blockbuster. Das kann ich aber noch ergänzen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass der Blockbuster die Definition ist, dass du aufgrund des hohen Andrangs in den Kinos die Hochhäuser, wo die Menschen halt, ne, zum größten Teil in den Städten gewohnt haben, einfach leer waren, weil du nur noch leere Häuser hattest, weil alle in den Kinos gewesen sind. Ja, das ist vielleicht ergänzend noch, also so, ja. Ah, das ist aber nett von dir, dass du den Part akzeptierst und noch mit reinnimmst. Ja, Entschuldigung, aber ich habe das mal, ja mal so die Doku Ja, 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 gesehen, ja, da stand ja, das, da ja, wurde ja, das ja. gesagt. Ja, aber natürlich, ganz klar. Und dann waren die ganzen Blocks auch leer. Die waren quasi gebastelt. Genau. Ja, genau. Ja, Mensch, dann kommen wir doch zu Pech und Schwefel. Kommen wir nicht zu Freibeuter der Meere? Wir können es erwähnen, ich gucke mir ihn aber nicht gerne an, weil, glaube ich, auch Bud Spencer darin stirbt. Genau, er stirbt darin. Die spielen auch gegeneinander. Sie sind jetzt kein Duo wie in den anderen Filmen, sondern sind ja, Gegner, sag ich mal. Und es ist einer der seltenen Filme, in dem Terence Hill nicht von Thomas Danneberg synchronisiert wird. Was ja auch gar nicht so verkehrt ist, denn der andere Synchronsprecher hat das, glaube ich, auch ganz gut gemacht gehabt. Ja, Ja. ja, ja. Aber klar, Dannenberg ist natürlich eine Legende. Absolut. Aber jetzt, Ja. endlich. Endlich. Der Buggy. Über den reden wir doch gerade. Nee, wir reden über zwei Himmelhunde auf dem Weg Ah, zur okay. Nee, Hölle. dann bin ich einen zu weit gesprungen. Ja, Entschuldige bitte. ja. Ich
glaube, das war Kolumbien. Also es spielte im südamerikanischen Dschungel. Ja, dann also, okay. So, aber wo es dann wirklich gedreht wurde, weiß ich jetzt nicht. Da muss ich passen. Es tut mir sehr leid. Ja. Aber in Deutschland gewann er die Goldene Leinwand. Also auch hier war er wieder sehr erfolgreich. Ja. Der erste Film, wenn man es so nennt, der nicht irgendwie als Western adaptiert wurde, sondern im Hier und Jetzt natürlich zu damaliger Zeit spielte. Ja. Ich fand den Film cool, ich finde ihn immer noch cool. Ja. Hier hat ja Oliver Onions die Filmmusik beigesteuert mit dem Titelsong Flying Through the Air. Ohrwurm. Ohrwurm. Es ist unglaublich, was Oliver Onions bei den Filmen, die haben ja bei mehreren mitgemacht, was die da für Musik abgeliefert haben. Das ist der Oberhammer. Das ist der Oberhammer. Zwei Himmelhunde und fliegen natürlich jetzt mit Pech und etwas Schwefel nach Madrid. Ja, diesmal wurde es in Madrid, also fast ausnahmslos in Spanien bzw. Madrid gedreht, wurde auch von der spanischen Firma Filmmeier, ich weiß es nicht, mitproduziert. So, daher gibt es auch sehr, sehr viele spanische Schauspieler, die dabei sind. Und natürlich hier auch wieder Oliver Onions, der die Titelmelodie mit June Buggy beigesteuert hat. Dieser Song hielt sich 20 Wochen in den deutschen Charts. Wahrscheinlich nicht auf Platz 1, aber immerhin in den Charts. Ja, ich weiß gar nicht. Ist das denn die Top 100 oder Top 10? Mag sein. Ja. Mag sein. Aber ja, Top 100 wahrscheinlich. Top 100, ja. Aber ja, 20 Wochen, das ist viel. Der Buggy wurde ja wirklich zum Aushängeschild. Ne? Nicht nur des Films, sondern ne, dass man sozusagen die Beziehung zu diesem Buggy immer zu diesen beiden herstellt. Ja. So sehe ich es. Ganz berühmt in diesem Film war nicht nur dieses Buggy-Rennen, sondern auch das Bier- und Würstchen-Wettessen. Die haben ja beide, ganz kurz als Zusammenfassung nur, die haben diesen Strandbuggy als Hauptpreis gewonnen und müssen sich den jetzt halt teilen. Und jetzt wollen sie natürlich mit so einem Wettessen herausfinden, wer den Buggy behalten darf. Und das ist wirklich... Also Bier- und Würstchen-Wettessen, wenn man das in Verbindung mit Bud Spencer und Terence Hill sagt, dann weiß eigentlich fast jeder schon, um was es geht. Und nicht zu vergessen, zwischendurch ein Vanille-Eis. Und Vanille-Eis, genau. Und das Tolle ist, es gibt ein Videospiel, Slap and Beans. Das ist so ein Side-Scroller, wie man so schön sagt, von links nach rechts. Dann prügelt man auf die Leute drauf im schönen alten Pixel-Look, wie man das noch in den 80ern, 90ern hatte in der Computer-Ära. Das wurde, ich glaube, vor 2-3 Jahren produziert. Ein ganz großes Fanprojekt. Man kann den Text in mehrere Sprachen umschalten. Hat auch den Original-Soundtrack dabei, auch von Oliver Onions. Und auch in diesem Spiel spielt man das Bier- und Würstchen-Wettessen. Also man muss dann gegen den anderen gewinnen. Das ist ganz, ganz toll umgesetzt gewesen. Zur Fertigstellung des Videospiels wurde ja Geld vom Crowdfunding gesammelt. Und das Ziel waren $130.000. Und dann konnte das Projekt umgesetzt werden. Und ich finde sowas cool. Ja, hat schon viel Spaß gemacht. Das ist halt so ein, ja, ich sag mal, ein 4-Stunden-Spiel. Und man kommt zu vielen verschiedenen Plätzen und Orten, die in den verschiedenen Filmen gezeigt werden. Und dann ist auch jedes Mal die Originalmusik dabei. Das ist richtig, richtig gut. Also der Nostalgie-Effekt geht dann somit durch die Decke. Absolut. Hey, früher hast du mit mehr Dampf zugeschlagen. Da hatte die Pfanne eine Beule. Gusseisen verbiegt sich nicht. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Würden wir jetzt einen Affiliate-Link anbieten, würden wir es machen, ne? Ja. Aber wir haben keine. Sei es drum. Sei es drum. Dann kommen wir doch ein bisschen mal ins Religiöse. Zu den zwei Missionaren. Ich weiß ja, dass Terence Hill zumindest ein sehr strenger Katholik ist. Aber Italien ist, glaube ich, sowieso mein Land ne, gewesen, wo der Glaube immer einen großen, hohen Stellenwert hatte bei den Familien. Aber gut, sei es drum, zwei Missionare missionieren. Genau. Hier hat eine französische Filmfirma mitgemacht, französisch und italienisch dann natürlich. Deswegen gibt es neben den italienischen Schauspielern auch französische, die da bei waren. Und in Kolumbien wurde diesmal gedreht. Also man merkt bei Bud Spencer und Terence Hill,
Sie haben die Möglichkeit damals genutzt und sind fast überall gewesen, Ja, gefühlt, ja. in der Welt. Ja. Bei dem Film habe ich aber gemerkt, so, dass die Kampfszene, ne, diese Prügeleien nicht mehr so durchdacht waren. So ein bisschen auch in dieses Slapstick hineingerutscht, was jetzt auch gar nicht schlimm ist oder so, ne? Aber das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, okay, ne, da hat man das vielleicht nicht zu Ende gedacht. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Der Film war ganz gut. Der Soundtrack ist schon geil. Ja, wie in den meisten Filmen, muss man ganz Ja. ehrlich sagen. Also, das ist schon krass, was die damals da fabriziert haben, sage ich mal, ne? An Soundtrack, an Ja. Musik. In diesem Film, wie gesagt, ging es nach Kolumbien, aber schon im nächsten Film ist man wieder komplett woanders. Wo ist man denn da? In San Francisco? Miami. Ach, Miami. Miami. Ah. Zwei außer Rand und Band von 1977 spielte in Miami und war mal wieder ein voller Erfolg. Also diesmal ja, werden sie Polizisten. Und der Film wurde natürlich deswegen ja auch auf Englisch gedreht. Also bei den vorigen kann es auch schon gewesen sein, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber hier sowieso, weil sie natürlich in Miami waren. So. Sonst hätte sie ja keiner verstanden. Sehr erfolgreicher Film. Wenn man das gesamte Portfolio von den beiden zusammennimmt, ist das, glaube ich, der zweiterfolgreichste Film von der Bewertung her. Ne? Also der Okay. erste ist natürlich Die rechte und die linke Hand des Teufels. Und danach kommt dann auch gleich schon zwei außer Rand und Band. Wie sie sich den Weg zur Polizei selber geebnet haben, ja, Ja. einfach nur der Wahnsinn. Ja. Und hier auch nochmal ein kleiner Hinweis, wie toll manchmal oder sehr oft eigentlich diese deutschen Titel sind. Denn der englische Titel ist einfach nur Crime Busters. Ja, Verbrechensbekämpfer könnte man jetzt sagen, ne? Aber zwei außer Rand und Band. Ganz ehrlich, den ziehe ich tausendmal vor. Der ist richtig klasse. Ja. Nun, vielleicht ist es ja auch so gewesen, dass man damals kurze Titel eher vorgezogen hat Im als Englischen im dann. Englischen. Ja, Genau. ja. Genau. Ne? So wie man ja früher auch, wo wir dann nochmal ein bisschen zurückgehen zu den Künstlernamen. Damals war es ja einfach so, dass wenn du dir einen englischen Künstlernamen angeeignet hast, dann hast du einfach mehr Aufsehen erregt und hast damit einfach mehr Leute ins Kino locken können. Und ja, also ne, mittlerweile hatten sie ja schon einen Status, wo man sagen muss, hey, sie müssen nicht mehr künstlich irgendwas aufpolieren, um die Leute halt ne, zu animieren. Jeder wusste zu dieser Zeit, 1977, das war ja die Hochzeit mit von den beiden. Der Film ist in die Kinos gekommen und der Saal war voll. Ja, die Namen alleine war halt ein Magnet, ein Kinomagnet, ein Publikumsmagnet. Donnerwetter, ist das alles echt? Nein, das ist eine Prothese. Ein Jahr später. Das geht ja hier wirklich Schlag auf Ja. Schlag. Also ich glaube, das deutsche Kinopublikum hatte gar keine Zeit auszuruhen und sich das Geld zusammenzusparen für das nächste Kinoticket. Weil sie einfach nicht zu bremsen sind. Genau. Geht es nämlich weiter mit zwei sind nicht zu bremsen. Und damals auch, wenn man hier mal so ganz kurz drüber guckt, die Laufzeit ist auch immer so am knappen 2-Stunden-Bereich, ne? Also auch wahrscheinlich sehr, sehr lange für damalige Verhältnisse gewesen. Auch dieser war sehr erfolgreich. 5,2 Millionen Zuschauern waren in den deutschen Kinos. Der ja fast erfolgreichste oder gehörte zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres 78. Nur Krieg der Sterne sahen noch mehr Menschen in dem Jahr. Und der Bud Spencer Sprecher diesmal war Martin Hirte und nicht Wolfgang Hess. Bud Spencer als Glücksspieler. Schöne Geschichte, kann man sich jederzeit auch immer wieder reinziehen. Ist ganz super umgesetzt. Ja, und dann kommen wir natürlich ein Jahr später zu einem meiner Highlights. Das Krokodil, unser Nilpferd. Und das ist einer meiner Lieblingsfilme von denen. Ja. Ja. Weil der Soundtrack einfach genial ist. Weil die Kulisse einfach atemberaubend ist. Wir befinden uns in Afrika. Und wie ja auch schon damals Heinz Sielmann sagte, sein schönster Kontinent ist einfach Afrika gewesen. Ja. Obwohl er wirklich schon fast auf jedem Fleck der Erde gewesen ist. Ja, stimmt.
Das ist übrigens der einzige Spencer und Hill-Film, der in Afrika gedreht wurde. Bud Spencer hat ja schon mal in Afrika gedreht, alleine dann mit einem der Plattfuß-Filme, Plattfuß in Afrika, so als Genau. Info nebenbei. Ja. Aber Spencer und Hill, das ist der einzige gewesen. Und aus dem Grund sind die üblichen Nebendarsteller der Spencer-Hill-Filme halt nicht zu sehen. Da sind ja sonst immer wieder dieselben Figuren bzw. Schauspieler dabei. Das war Ja. halt diesmal nicht der Fall. Ja. Und das Titellied singt auch Bud Spencer mit. Er war ja sowieso hobbymäßig Musiker, ne? Also er hat es schon drauf gehabt. Auch in Banana Joe hat er, glaube ich, auch gesungen. Ja, Auch sehr oh eingängig. Banana Joe. Ah. Herrlich. Ja, wunderbar, Mensch, ey, dann kommen wir da gleich zu den zwei Assen. Zwei Asse trumpfen auf. Endlich in den 80ern angekommen. Mensch, Ja. Wahnsinn. Die 80er sind ja dann auch schon so ein neues Kapitel, ne? So, wo dann die Karriere von den beiden allmählich dem Ende zugeht. Also zumindest was das Erfolgskonzept angeht. Denn ja, man muss ja wirklich sagen, es hat ja wirklich lange angehalten, ne? Also über 10 Jahre dieses Konzept durchzuziehen mit großen Erfolgen ist ja sowieso schon mal eine Hausnummer. Denn Film, Kino, Serien ändern sich ja ständig. Es kommen neue Trends, neue Schwerpunkte. Und da hat man dann aber schon gemerkt, so, na, so langsam ist das nicht mehr so, wie man das vielleicht früher gewohnt war. Ja, stimmt. Es spielt ja in der Südsee, der Film, wurde allerdings auf einer Halbinsel in der Nähe von Miami gedreht. Und es gibt da ja auch so eine Figur, die heißt Kamazuka im Film, die vermutlich durch Onoda Hiro inspiriert wurde. Und das war tatsächlich im Zweiten Weltkrieg ein japanischer Soldat und der weigerte sich fast 30 Jahre lang, das Kriegsende mit den USA anzuerkennen und kämpfte immer noch weiter. Und nochmal ein kleiner Fakt nebenbei, die Marmeladenmarke Puffin im Film wurde bekannt, also die fiktive Marmeladenmarke, denn Bud wirbt mit dem Spruch, nur Puffin schenkt mir die Kraft und Ausdauer, die ich brauche. Also Sehr gut, was will man mehr zum Frühstück? ja, Ja? man braucht nur das, Man braucht pur nur am das. besten, ohne Brot. Ja. Ja. Wie wir ja wissen, darf in keinem ihrer Filme ein Agent fehlen. Agenten haben ja immer schon einen gewissen Reiz bei den Menschen ausgelöst. Ja, und in zwei bärenstarke Typen. Haben wir dann plötzlich zwei Agenten? Ey, und die haben ihre Sache richtig geil gemacht. Ja. Verdeckt ermittelt, das böse Kartell zerschlagen. Für viele ist zwei bärenstarke Typen der letzte wirklich starke Film von den beiden gewesen. Er war auch noch recht erfolgreich im deutschen Kino. 1.674.363 Besucher und der Film stand auf Platz 11 der erfolgreichsten Filme des Jahres 83 und zwar noch vor Monty Pythons Der Sinn des Lebens. Okay. Ja gut, 83, das ist ja auch schon, ne, das Zeitalter für, was haben wir da für Filme reinbekommen? Die Science-Fiction-Filme. Ich Ja. glaube, Alien haben wir ja schon bekommen. Ja, Alien war schon dabei, Ne, ja. The Terminator. Müsste auch, ja. Guck mal ganz kurz. Kam E.T. auch nicht schon 82 irgendwie mit rein? Terminator war 84, also ein Mm, bisschen okay, später. man wurde ein bisschen später. E.T. Aber, ist war ach, 82. 82, okay, gut. Ja, dann haben wir auch schon Zukunftstechnik. Ein Jahr später, Vier Fäuste gegen Rio, auch nochmal super umgesetzt im Viererpack. Ja, das war super. Die haben sich da quasi selbst nochmal gespielt als Doppelgänger. Wahnsinn. Der perfekte Abschlussfilm, Eigentlich wie ich schon. finde. Ja. Ja. War leider nicht mehr so groß in Deutschland dann. Es waren nur noch ca. 600.000 Zuschauer. Schade, weil ich finde, dieser Film macht immer noch Spaß. Er macht wirklich gute Laune, also wie die meisten Filme, ja, ne? Aber das ist wirklich Vier Fäuste gegen Rio zählt wirklich zu den besten Gute-Laune-Filmen. Ja. Also wenn du wirklich abschalten möchtest, ne? Wenn du mal irgendwie einen schlechten Tag hattest oder so, zieh dir den Film rein und danach geht die Sonne auf. Ja, stimmt. Wahrscheinlich, weil man durch die ganze Nacht durchgeguckt hat. Ja. Und den Rhythmen sozusagen folgen kann, ne? Unbeschwänglich. Super Film. Ja, dann kommen wir dann direkt zu den Miami Cops, die wir ja eigentlich auch schon mal hatten.
Genau. Ich dachte auch die ganze Zeit, dass die hintereinander kamen, weil es ja zweimal Kopffilme in Miami sind. Aber das stimmt gar nicht. 1985 ist das dann erst gewesen mit den Miami Cops. Man hatte schon bemerkt, dass sie halt, ne, 7, 8 Jahre schon älter waren, und Bud Spencer wurde auch schon schwerfälliger, weil er auch schon 10 Jahre älter ist als Terence Hill. Und da waren die Hau drauf 10 dann auch nicht mehr so wirklich Dynamisch. So dynamisch dynamisch, ja. und realistisch. Ja, stimmt. Hier gab es einen schönen 80er-Jahre-Synthesizer-Sound bei dem Soundtrack. Also für alle Leute, die den 80er-Sound mögen, Ja, der war cool. die finden da was dran. Leider auch wieder nur so um die 6.500 Kinobesucher. Aber als kleine Besonderheit, als kleiner Fakt noch, es gibt dort Hauptdarsteller. Ich habe jetzt nicht die Information, wer genau. Als Hauptdarsteller spielen Personen mit, die eigentlich gar keine professionellen Schauspieler sind und teilweise nur in diesem einen Film vor der Kamera standen. Weil ich habe den jetzt vor ein paar Tagen nochmal angeguckt. Mir ist das nicht aufgefallen, dass jetzt irgendwie die Schauspielerei schlecht wäre. Aber dennoch, hey, wir haben einen Film von den beiden bekommen. Und auch wenn er vielleicht nur durchschnittlich ausgefallen ist, hin und wieder gucke ich mir auch immer noch gerne an. Ja, klar. Also man kann ihn noch sehen, wie gesagt, ich habe ihn vor ein paar Tagen erst gesehen. Er ist durchaus unterhaltsam, immer noch. Ja, dann kommen wir leider schon zum letzten Film mit den beiden zusammen, Ja, zumindest. zum wirklichen Abschlussfilm. Zum Abschlussfilm die Troublemaker von 1994, also quasi schon die Neuzeit. Sieht aus wie Teddy Stauffer, nicht? Wer war denn das? Mexikanischer Kunstreiter, glaube ich. Ich habe ihn mir, glaube ich, nur einmal angeguckt gehabt. Oder vielleicht zweimal, aber nie ganz. Ich glaube, Terence Hill hat sogar irgendwie Regie geführt. Hätte mir vielleicht gefallen, wenn vielleicht eines der vorherigen Regisseure noch da die Regie übernommen hätte. Aber dieser Vibe, der war gar nicht mehr vorhanden. Ja, der Film war der. Er war zu gewollt lustig. Also irgendwie das Ganze hat gar nicht mehr, war nicht mehr stimmig. Ja gut, vielleicht lag das dann wieder an unserer Synchro. Natürlich hat hier wieder Rainer Brandt die Synchro übernommen, Dialog, Regie, also die über Dialoge, die Regie und die Synchronisation hat er ja alles zusammen gemacht. Kann natürlich sein, dass der Film an sich eigentlich ernster war. 1971 hatten sie ja einen Westernfilm gemacht und seitdem ja keinen richtigen Westernfilm mehr. So, ne? Und dieser Film, die Troublemaker, war seit 1971 mal wieder ein gemeinsamer Western mit den beiden. Es ist aber leider so gewesen, dass jetzt hier diese üblichen Darsteller der früheren Spencer Hill-Filme, also diese ganzen Mitschauspieler, sage ich mal, und Stuntmen nicht mehr dabei waren, wie zum Beispiel Riccardo Pizzuti. Und das ist schon schade. Also man merkt dem Film das an. Und ich denke mal, deswegen hast du den vielleicht auch gar nicht mehr so fertig geguckt, dann zu Ende Ja, geguckt. also es ist, für mich ist es eigentlich auch so eine Art Fanfilm. Also es ist schön, die beiden doch mal zusammen zu sehen, aber letzten Endes, ne, also Doch, klar sind das okay. natürlich Klamauk-Filme. Zurückblickend ist es einfach leichte Kost, natürlich. Aber The Troublemaker war dann schon doch eher ja, ein Reinfall. Ne? Leider Ja. Gottes. Schade. Wenn man es positiv sieht, ist es nur halt ein Film gewesen von vielen, der jetzt nicht wirklich gelungen war. Als kleine Info noch nebenbei habe ich hier stehen, die TV-Sender, selbst jetzt nach 50 Jahren, wenn sie diese Filme zeigen, haben noch regelmäßige Einschaltquoten im zweistelligen Millionenbereich, wenn sie im Fernsehen ausgestrahlt werden. Und zum Beispiel Vier Fäuste für ein Halleluja von 72 gehört zu den fünf erfolgreichsten Filmen in Deutschland aller Zeiten. Es waren über 12 Millionen Zuschauer in diesem Film. Ja, Wahnsinn. So, also das nochmal ganz kurz zusammengefasst. Übrigens auch in Ungarn gibt es wohl eine größere Fangemeinde, also nicht nur in den deutschen Landen. Hast du deren Ring geklaut? Anstand, sowas gehört sich. Du Schleimer, willst mir was erzählen? Bud Spencer hat seinen eigenen Weg, ist seinen eigenen Weg gegangen, war dann mehr so im TV ansässig. Und naja, auf seine alten Tage konnte er natürlich auch nicht mehr diese ganzen Action-Szenen authentisch durchführen und hat halt sein Ding gemacht. Aber so richtige große Kracher hat er dann auch nicht mehr umsetzen können. Aladdin war jetzt auch nicht mehr so dolle, Nee, ne? nee. Was kam dann noch? Zwei Engel mit vier Fäusten. Ah, das waren alles nur noch so warme Aufgüsse, ne? Also
das Echo verhallte langsam, ne? Ja. Ihres Erfolges. Ja, es war dann halt auch nicht mehr ihre Zeit. Ihre Zeit waren die 60er, 70er und die 80er, muss man ganz klar sagen. Und dann, wie du ja auch schon sagtest, sind auch andere Helden auf die Leinwand Genau, getreten. Ne? Also die wurden so abgelöst. 88 kam dann Stirb langsam zum Beispiel. Ne? Und das sind dann halt wieder ganz andere, ja, Charaktere, die halt auch ein neues Publikum begeistert haben. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen und sollte man auch nicht, die einzelnen Filme, ne, mit den beiden, bezogen jetzt auf Bud Spencer, sind zum Beispiel für mich auch super Filme. Banana Joe von 1982 gucke ich mir super gerne an. Der Bomber war ja, glaube ich, auch gar nicht so unerfolgreich. Aber natürlich Kommissar Rizzo nicht zu vergessen. Ja, Die vier die Plattfußfilme. vier Plattfußfilme kann man heute noch gucken. Ich habe die jetzt kürzlich erst angeguckt. Auch da teilweise in der Langfassung auf der Blu-ray ganz, ganz toll. Und sie sind eine tolle Mischung zwischen Polizeifilm und ein bisschen Klamauk. Es ist nicht zu viel Klamauk, sondern eigentlich genau richtig. Und das kann man heute noch gucken. Und das ist wahnsinnig toll. Wirklich. Und dieser italienische Flair kommt ja auch richtig gut rüber, ne, in den Filmen. Ja, das ist toll, wenn man halt auch dann diese alten Autos sieht und so, ne? Zwei Filme mit ihm alleine möchte ich auch noch mal kurz hervorheben. Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Oh ja. Und dann nach der Nachfolger Buddy haut den Lukas. Auch da ist der außerirdische Kleine dabei. Hat mich total fasziniert damals. Es gab ja diese Schlägerei im Supermarkt, was man auch bei dem Videospiel Slap and Beans quasi nachspielt. Immer wenn der Kleine dann seine Tricks gemacht hat, seine außerirdischen Tricks, irgendwie die Zeit zurückgedreht oder so. Als Bud Spencer einmal einem Schurken eine Ohrfeige gegeben hat, hat der Kleine dann immer die Zeit vor und zurück und vor und zurück, vor und zurück gedreht und dadurch hat der Bösewicht halt 50.000 Mal diese Ohrfeige bekommen. Das war total cool. Man hat ja gar nicht durchgeblickt, wie das funktioniert. Also heute reißen mich die Zähne natürlich nicht mehr vom Hocker, aber Nein. eine coole Szene gibt es. Da ist ja Bud Spencer und ich finde die Szene ganz cool, wie er so langsam ganz alleine durch die leeren Straßen geht und sich dann peu à peu Leute an ihn ranhängen und mitgehen. Finde ich beeindruckend. Ja. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zum Blauauge, ne? Wie doch Bud Spencer immer zu ihm sagte. Also nicht zu vergessen, Nobody. Ja. Mein Name ist Nobody, der war ja auch recht erfolgreich. Mit kein anderen als Henry Fonda, ist ja auch eine Kinolegende. Ja, oder sowas wie der Supercop, als er da ganz schnell rennen konnte. Das fand ich auch klasse. Der Auch war. da war das ja so, ne? Man hat ja als Kind nicht geblickt, wie das geht. Und fand das halt super, dass er da wirklich so schnell von 1980, wie er das so schnell rennen konnte. Und einer meiner Lieblinge ist Renegade. Dort spielt zum Beispiel auch sein Sohn, sein Adoptivsohn Ross Hill mit, der aber dann leider einige Jahre später durch einen Autounfall ums Oh. Leben gekommen ist. Oh, okay, ja. Aber an sich so Renegade, ein richtig cooler Film. Auch ein bisschen zu vergleichen, diesen Vibe hatte man versucht halt jetzt nochmal in dieser Neuverfilmung Somebody nochmal reinzubringen, was aber leider nicht funktioniert hat. Ja, mein Name ist Somebody, heißt es dann. Also das Besondere und auch wirklich Schöne daran ist, es ist die letzte Arbeit von Thomas Danneberg. Er vertont ihn da oder verkörpert ihn, wie auch immer, mit seiner Stimme da zum letzten Mal und danach war es das. Also er hat ja dann seinen Beruf aufgegeben aus gesundheitlichen Gründen. Und wahrscheinlich hat er sich gesagt, hey, ne, so, er hätte ja auch schon früher aufhören können. Aber vielleicht war das für ihn einfach nochmal so ein persönliches Bedürfnis, ihn nochmal zu sprechen, weil er einfach ihn auch schon so lange synchronisiert hatte, noch vor Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone. Er hatte auch schon ein, zwei Jahre vorher noch, sie nannten ihn Spencer, so eine Dokumentationsserie, so eine Doku, nicht Serie, sondern Film, Doku-Film, auch quasi als Offsprecher, ja, gesprochen. Dann in dem Sinne ja auch als Terence Hill. Und da dachte man schon, es wäre sein letztes Werk, weil er schon gesagt hat, oh, mir geht's nicht so gut. Aber dann bei Mein Name ist Somebody hat er das dann tatsächlich nochmal gemacht. Was ich ganz, ganz toll fand. Der Film selber, ja, wird als Roadmovie und als nostalgischer Roadmovie betitelt. Er hat durchaus Lob bekommen. Terence Hill ist da mit einer jüngeren italienischen Schauspielerin unterwegs, deswegen ja auch Roadmovie. Es gibt ein, zwei Barfights,
die natürlich jetzt nicht mehr so dynamisch sind, weil er auch wahnsinnig Ja, alt ist. genau. Also war beabsichtigt, war wahrscheinlich aber auch abzusehen, dass die Leute das merken und ein Auge zugedrückt haben einfach. Genau, also da war sehr groß der Nostalgiefaktor. Wenn man jetzt gar nichts von Bud Spencer und Terence Hill kennt und dann nur diesen Film guckt, dann denkt man sich so, was ist da denn los? Also wirklich, er ist nicht gut, aber im Hinblick so, ah, ich will noch mal so ein bisschen 70er, 80er Flair oder 60er, 70er Flair. Und er hat ihn auch, glaube ich, zu Ehren Bud Spencer gemacht gehabt. Genau. Und zwar ist das so, dass es, ja, ich weiß gar nicht, an einem Ort spielte, wo er Bud Spencer zum ersten Mal damals kennenlernte. Also das wollte er unbedingt noch mal drehen. Und als er, ich habe das gelesen, als er den Ort ausgesucht hat, wo er das drehen möchte, während der Suche nach diesem Drehort, hatte er erfahren, dass Bud Spencer gestorben ist. Genau, er arbeitete, glaube ich, irgendwie 10 Jahre schon an diesem Film, an diesem Projekt. Und man muss ja auch sagen, er ist ja mittlerweile auch schon über 80 Jahre, ne? Und er sieht dafür, für das Alter, sieht er noch recht fit aus. Ja, und er ist auch noch fit. Also auch körperlich ist er fit, ist immer noch unterwegs und macht Sachen. Also ganz toll. Und es ist einer der letzten großen Stars auf dieser Welt, möchte ich jetzt einfach mal sagen, die noch leben. Also es gibt ja nicht mehr so Ja viele. gut, Clint Eastwood gibt es auch noch. Ja, ich sage ja nicht mehr so viele. Ich sage ja nicht, dass es keinen mehr gibt außer Okay. Terence Hill, aber tatsächlich halt auch nicht viele. So, ne? Auch viele deutsche Schauspieler, die man noch aus der Jugend kennt, die sind halt auch schon gestorben und so. Gut, die machen jetzt international keinen großen Erfolg da Ja. oder so. Wir hoffen natürlich dennoch, dass wir noch, ne, einige Jahre was von ihm haben werden. Ja. Natürlich nicht vom Filmmaterial oder von Kinofilmen, aber vielleicht einfach von seiner Präsenz, dass er dann vielleicht irgendwann mal wieder ein kleines Interview gibt oder sich hier und da mal zeigt. Das reicht ja auch schon aus. 2021 hat in Berlin ein Bud Spencer Museum eröffnet. Oh, okay, da muss ich da mal hin. Und ich glaube, wenn man da mal in der Nähe ist, ne, also für alle Fans von Bud Spencer und Terence Hill, und ihr seid in Berlin, solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ich kenne es auch noch nicht. Und wenn ich aber die Möglichkeit haben werde, dann gehe ich da rein. Ja, das ist gut zu wissen. Wusste ich tatsächlich noch nicht. Auch eine ganz aktuelle Info: Don Matteo. Don Matteo ist eine Serie von und mit Terence Hill quasi, die er seit, ich glaube, jetzt seit 18 oder 19 Jahren dreht. Die gab es bisher noch nicht in Deutschland, aber jetzt hat nach jahrelangem drum kämpfen, sage ich mal, es jemand geschafft und tatsächlich kommt diese Serie. Es ist geplant, dass alle Staffeln kommen. Die sollen im deutschen Fernsehen gezeigt werden. Vielleicht sogar danach auf Blu-ray, man weiß es nicht. Ich glaube, dass man versucht, eine sehr ähnliche Stimme zu Danneberg zu finden. Bernd Egger, hatte ich ja auch schon mal in einem der letzten Podcasts erwähnt, hat das ja auch sehr gut gemacht bei dem neuen Terminator-Film. Da hat er ja Arnold Schwarzenegger synchronisiert und Danneberg hat ja damals auch Schwarzenegger synchronisiert. Also vielleicht wird er es oder jemand anders. Man muss mal ja abwarten. Aber gute 13 Staffeln Terence Hill-Material. Also da kommt was auf uns zu. Ja, viel Ich freue Spaß. Ich mich. gucke mir das nicht an. Ich hab gar keine Zeit dafür. Keine Zeit, okay. Ne? Ich kann mir nicht alles Aber angucken. zumindest reingucken kannst du doch mal. Den Trailer angucken, Naja, ja. okay. Ja, nee, also auf jeden Fall, ne, muss man sagen, ein super Duo, was unsere Kindheit geprägt hat. Die gutmütigen, schlagkräftigen Abenteuertypen, die jeder cool gefunden hat und Filmgeschichte geschrieben haben, darf man auch nicht vergessen. Ja. Es gibt halt viele Menschen, die durch diese Filme neue Inspirationen gefunden haben, ne? Aufgrund dieser Filme mit neuer Motivation die Angelegenheiten ihres Lebens ja neu und aus vielleicht anderen Blickwinkeln angehen konnten. Glaubt ihr etwa, dass ihr auf die gleiche Art gehen werdet, wie ihr gekommen seid? Ja, leicht. Na klar.